Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Es geht in dieser Vorlesungseinheit um die Verfassung der entwickelten Römischen Republik, also die Ordnung des römischen Stadtstaates, der allmählich zu einem großen Reich wurde, etwa vom 3. Jahrhundert vor Christus bis zum Beginn der Herrschaft des Kaisers Augustus, also der Umwandlung der Republik in das, was wir heute eine Monarchie oder eine Militärmonarchie nennen. Ich habe als Überschrift für diese Stunde die Wendung Checks and Balances genannt. Das stammt natürlich nicht aus dem römischen Recht, sondern aus der amerikanischen Verfassungslehre. Die Wendung ist geprägt worden von James Madison, später der 4. Präsident der USA, aber vor allem einer der Gründerväter der USA, einer der Schöpfer der amerikanischen Verfassung. Und in den Federalist Papers, in denen die Gründungsväter ihre Prinzipien, ihr Staatsdenken erklärt haben, hat er erläutert, dass eine gelungene Staatsverfassung solche Checks and Balances, also den Ausgleich von verschiedenen Machtbefugnissen vorsehen muss, um zu verhindern, dass eine einzelne Institution oder eine einzelne Person zu mächtig wird. In der amerikanischen Verfassung wird das mithilfe der Gewaltenteilung in gesetzgebende Gewalt, legislative, rechtsprechende Gewalt, judikative und ausführende Gewalt, exekutive, mit dem Präsidenten an der Spitze, bewerkstelligt. Und das Ganze dient der Sicherung der demokratischen Freiheit im Staat. Der römische Staat, die Römische Republik, ist keine Demokratie, das ist wichtig zu betonen. Und es gibt auch keine Gewaltenteilung im modernen Sinne zwischen diesen drei Gewalten. Es gibt aber sehr wohl in der Römischen Republik das Prinzip, dass die Macht im Staat geteilt werden soll, damit keine einzelne Figur zu mächtig wird. Und für die Väter der modernen Verfassungen, also die französischen Revolutionäre, die den französischen Staat geschaffen haben, und für die Väter der amerikanischen Verfassung, war die Römische Republik als Vorbild eines Staates, der keine Monarchie ist, der keine Herrschaft auf Lebenszeit eines Einzelnen ist, ein wichtiger Referenzpunkt. Und sie haben sich immer wieder in der Symbolik, in der Benennung der Institutionen an dem römischen Vorbild orientiert. Das sehen wir schon, wenn wir uns ein Schema der römischen Verfassung anschauen. Dieses Schema kennen Sie weitgehend schon aus der allerersten Einheit, als wir die Verfassung der frühen Republik uns angesehen haben. Hier sind nur einige Differenzierungen dazu gekommen. Zunächst mal sehen Sie letztlich unverändert links in Gelb den Senat. Und da sehen Sie auch gleich die erste Anleihe, die beispielsweise die amerikanische, aber auch die französische Verfassung macht. Sowohl in Frankreich wie in Amerika heißt die zweite Kammer des Parlaments Senat, in Anlehnung eben an die Römische Republik. Und in beiden Verfassungen ist auch es gedacht als eine Kammer, die Menschen von größerer Lebenserfahrung vereint. Das Repräsentantenhaus ist eher der Platz, wo politische Einsteiger zunächst gewählt werden und erfahrene Politiker dann im Senat. Bei den Römern ist der Senat, wenn Sie sich erinnern, ursprünglich die Versammlung der Oberhäupter der vornehmen Familien. Später ist es die Versammlung der gewesenen Magistrate, also derer, die ein höheres Staatsamt inne hatten, eine höhere Beamtenposition, die werden dann in den Senat aufgenommen. Damit ändert sich nicht viel an der Zusammensetzung, denn in diese höheren Staatsämter werden eben die Angehörigen der vornehmen Familien gewählt. Nochmal, es handelt sich nicht um eine Demokratie, es gibt zwar Befugnisse der Volksversammlung, die sehen wir hier unten in Blau. Wir sehen da aber auch verschiedene Bezeichnungen für die Volksversammlung vermerkt. Die stammen daher, dass die Volksversammlung in verschiedenen Stimmformationen abstimmt. Also nicht einfach so, dass alle kommen und jeder hat eine Stimme, sondern immer wird die Volksversammlung untergliedert in bestimmte Formationen. Die heißen mal Kurien, dann sind das die Comitia Curiata, oder Centurien, dann sind es die Comitia Centuriata, oder Tribus, dann sind es die Comitia Tributa. Immer werden irgendwelche Stimmkörper gebildet und jeder Stimmkörper hat dann eine Stimme und in den Stimmkörpern sind unterschiedlich viele Menschen, sodass gerade nicht jeder das gleiche Stimmgewicht hat, sondern die Reichen haben das Übergewicht. Und weil das so ist, werden zu Magistraten auch wieder die Angehörigen der Führungsschichten gewählt und damit gelangen auch die Angehörigen dieser Führungsschichten in den Senat. Ansonsten ist das Machtgleichgewicht hier nur in Umrissen gezeigt. Der Senat hat die wesentliche Aufgabe, die Magistrate, also die Staatsbeamten, die die
ausführende Gewalt innehaben, wenn man so will, zu beraten, aber wegen des enormen politischen Gewichts, das im Senat versammelt ist, eben alle führenden Köpfe, alle, die schon höhere Ämter innehatten, alle, die bedeutenden Familien angehören, sind diese Ratschläge des Senats von der Art, dass man sie nicht missachtet, es sei denn, man ist bereit, sein politisches oder sogar sein physisches Überleben zu opfern. Damit hat der Senat in dieser Machtbalance eine enorm starke Stellung. Dagegen eben die Volksversammlung eine relativ schwache, jedenfalls der einzelne Bürger, weil eben in der Volksversammlung bestimmte Gruppen den Ton angeben. Neben der Wahl der Magistrate hat die Volksversammlung auch noch die Aufgabe der Gesetzgebung. Das aber nur, soweit ihr Vorschläge gemacht werden von den Magistraten, die dazu das sogenannte Jus Agendi Cum Populo, also das Recht, die Volksversammlung einzuberufen und ihr Vorschläge zu machen, haben. Soweit dieser allererste Überblick. Schauen wir uns nach und nach die Staatsorgane etwas genauer an. Wir fangen an mit den Volksversammlungen. Das Grundprinzip, die Volksversammlung ist nicht einfach eine Versammlung aller Bürger, sondern immer eine Versammlung in Stimmgruppen, hatte ich schon genannt. Das gilt immer dann, wenn was abgestimmt wird. Zunächst mal gibt es noch die Form der Contio. Das ist die beratende Versammlung, also die Versammlung, in der Reden gehalten, politische Entscheidungen vorbereitet werden, in der der Magistrat zum Beispiel vorstellt, was er vorschlägt. Und wenn dann abgestimmt wird, bilden sich bestimmte Stimmgruppen. Je nachdem, was abzustimmen ist, gibt es dafür Regeln. Es kann also in Kurien abgestimmt werden, Comitia Curiata, in Centurien, Comitia Centuriata, in Tribus, Comitia Tributa. Die älteste Form sind wohl die Comitia Curiata. Die haben keine Beschlüsse von politischer Bedeutung zu fassen, sondern nur Beschlüsse von ihrer zeremonieller Bedeutung. Es ist nicht ganz sicher, ob sie identisch sind mit den sogenannten Comitia Calata, die für die Entgegennahme eines Testamentum Calatis Comitiis zuständig sind. Das ist ja ein eigentlich privater Akt, der von der Volksversammlung nur zur Kenntnis genommen wird. Jedenfalls haben die Comitia Curiata auch ansonsten solche mehr bekräftigende Funktionen. Unter anderem erteilen sie durch die sogenannte Lex de Imperio, dem Magistrat, der schon gewählt ist, in den Centuriatkomitien noch die Vollmacht, sein Amt auszuführen. Das ist aber eine rein zeremonielle Aufgabe. Die politisch bedeutenden Entscheidungen fallen in den Comitia Centuriata. Die heißen so, weil sich das Volk da in Centurien aufstellt. Und wenn Sie dabei als Asterix-Leser an den Centurio denken, dann ist das nicht ganz falsch. Eine Centurie ist eigentlich eine Hundertschaft, also eine militärische Einheit. Und die Centuriatkomitien sind tatsächlich eine Volksversammlung, die sich in militärischen Einheiten aufstellt. Die freien männlichen Bürger sind zugleich diejenigen, die stimmberechtigt sind in der Volksversammlung und diejenigen, die das römische Heer stellen. Und bei den Centuriatkomitien versammelt man sich so, wie man auch in den Krieg ziehen würde, nach Waffengattungen. Das führt zugleich dazu, dass in diesem Gremium, in diesem Abstimmungsmodus, die Reichen das Sagen haben, denn die Zugehörigkeit zu einer Waffengattung richtet sich in der römischen Bürgerarmee danach, was man sich leisten kann. Jeder muss seine Ausrüstung selber beschaffen. Kavallerist, Reiter kann man also nur werden, wenn man sich ein Pferd kaufen kann, und schwer Bewaffneter nur, wenn man sich eine schwere sogenannte Hopitenrüstung leisten kann. Es ist also klar, dass in diesen Waffengattungen sich die Reicheren finden, und zugleich sind die Verbände, also die Einheiten, kleiner. Da sind nicht wirklich 100 Leute drin, denn eine kleine Schar von Schwerbewaffneten oder von Reitern hat die gleiche Kampfkraft wie eine größere Zahl von Leichtbewaffneten. Also haben wir Zenturien mit wenigen Kavalleristen oder wenigen Schwerbewaffneten und dann Zenturien mit sehr vielen Leichtbewaffneten. Das sind zugleich die ärmeren Leute. Und diese Organisation führt dazu, dass 98 von 193 Zenturien von den Angehörigen der obersten Vermögens- und Steuerklasse besetzt werden, und damit haben die Reichen eben in diesem Zenturiatkomitien die Mehrheit sicher. Aufgabe der Zenturiatkomitien ist die Wahl der wichtigsten Beamten und in den meisten Fällen die Gesetzgebung. Damit ist eben gesichert, dass nicht demokratisch regiert wird, sondern nach den Interessen der Führungsschicht. Eine letzte Aufgabe, die auch in den Zenturiatkomitien angesiedelt ist, sind Prozesse über Leben und Tod eines römischen Bürgers. Die Todesstrafe konnte gegen einen römischen Bürger nur verhängt werden, nachdem er die Möglichkeit gehabt hatte, die Volksversammlung darüber beschließen zu lassen. Auch das also Aufgabe der Zenturiatkomitien. Bei weniger wichtigen Aufgaben treten die Tributkomitien in Aktion.
Also dieselben Personen, anders gegliedert, jetzt in Tribus, sogenannte Stämme. Auch da ist dafür gesorgt, dass die Reichen, die Begüterten, die Mehrheit haben, indem nämlich es einige sogenannte ländliche Tribus gibt, in denen die Grundbesitzer, die wenigen Großgrundbesitzer versammelt sind. Alle, die keinen Grundbesitz haben, sind in den sogenannten städtischen Tribus, sodass auch da wieder einige Stimmkörper mit sehr vielen armen Wählern und andere mit sehr wenigen Reichen besetzt sind und die Reichen dadurch ein Übergewicht haben. Die Tributkomitien wählen die weniger wichtigen Beamten und sind manchmal auch in der Gesetzgebung tätig. Da gibt es keine ganz scharfe Abgrenzung zwischen der Gesetzgebungsbefugnis der Zenturiatkomitien und der Tributkomitien. Und schließlich gibt es als letztes Gremium, das hier zu erwähnen ist, noch das Concilium Plebis, die Versammlung der Plebs. Also eine Versammlung nicht aller Bürger, sondern nur der Bürger, die nicht zum römischen Adel gehören, sondern stattdessen eben der Plebs angehören, der Unterschicht. Das ist ein Ergebnis der Ständekämpfe. Sie haben es in der ersten Quelle auf dem Quellenblatt bei Aulus Gellius, finden Sie das geschildert, wie es dazu kommt, dass man den Plebejern zugesteht, alleine Beschlüsse zu fassen, die dann für das ganze Volk wirksam sind. Das ist Ergebnis der letzten Etappe der Ständekämpfe im dritten Jahrhundert vor Christus, die sogenannte Lex Hortensia, die eben den Plebiscita, den Beschlüssen der Volksversammlung, Gesetzeskraft verleiht. Das ist eigentlich ein bemerkenswertes Zugeständnis der Patrizier an die Plebejer, das nur dadurch sich erklärt, dass eben längst die reichen Plebejer, eine Oberschicht innerhalb der Plebejer, mit den alten eingesessenen Patriziern im Bunde steht. Die bilden zusammen eine neue Oberschicht, die sogenannte Nobilität. Das sind eben die, die die hohen Ämter erstreben, die im Senat sitzen. Und die Patrizier können sich darauf verlassen, dass ihre Freunde, die reichen Plebejer, auch im Concilium Plebis dafür sorgen, dass keine Gesetze gegen die Interessen der Oberschicht verabschiedet werden. Und auch im Concilium Plebis haben die Begüterten die Oberhand, weil auch dort der Abstimmungsmodus der Tributkomitien gilt. Auch dort können solche Strafprozesse stattfinden und die Wahl bestimmter Beamter, die speziell die Plebejer vertreten, ist diesem Gremium vorbehalten. Wenn Sie nochmal sich das Ganze in den Quellen anschauen wollen, in der schon zitierten, dem schon zitierten Text von Aulus Gellius auf dem Quellenblatt, finden Sie über alle Formen der Volksversammlung und ihre jeweiligen Bewandtnisse einige wichtige Aussagen. Wir wenden uns dem zweiten Gremium zu, dem Senat. Ich hatte es ja schon gesagt, der Senat ist eigentlich die größte Macht im römischen Staat, zusammengesetzt aus den Inhabern der hohen Ämter. Das schwankt etwas. Anfangs muss man es bis zum Prätor oder sogar bis zum Konsul gebracht haben. Später reicht es, wenn man das Eingangsamt der römischen Ämterlaufbahn, die Quästur, bekleidet hat. Die Zahl wird auch erhöht von 300 auf 600. Als größte Machtbefugnis des Senats erscheint zunächst die Befugnis, allen Beschlüssen der Volksversammlung die Auctoritas, also eine Art Genehmigung, beizufügen. Ohne das wird ein Beschluss der Volksversammlung nicht wirksam. Das klingt zunächst wie eine ganz entscheidende Befugnis, ist aber im Laufe der Zeit weniger wichtig geworden und galt ohnehin nicht für das Concilium Plebis, das ja eben auch Gesetze erlassen kann. Viel wichtiger ist die formell gar nicht verbindliche Möglichkeit, Ratschläge an die Beamten zu verfassen, weil eben ein Ratschlag des Senats ein Ratschlag ist, den kein römischer Beamter zurückweisen kann. Also hauptsächlich wird die Macht des Senats ausgeübt durch diese Ratschläge an die Beamten. Daneben, wie Sie hier auf der Folie sehen, haben Sie auch Befugnisse im Bereich der Außenpolitik. Sie empfangen ausländische Gesandte. Die werden also nicht von der Exekutive, vom Konsul alleine empfangen, sondern treten in der Regel vor den Senat. Und auch nicht unwichtig ist die Befugnis, den Beamten, wenn mehrere Beamte in das gleiche Amt gewählt sind, ihre Amtsbezirke zuzuweisen. Das nennt man Provincia. Das kann also später die Verwaltung eines von Rom eroberten, beherrschten Territorium sein, kann aber auch eine spezifische Aufgabe innerhalb der Stadt sein. Das spielt insbesondere bei den Prätoren eine große Rolle. Und schließlich, darauf kommen wir am Schluss der Einheit noch zu sprechen, hat der Senat die Möglichkeit, mit dem sogenannten äußersten Senatsbeschluss, dem Senatus Consultum Ultimum, den Notstand zu verhängen.
Damit kommen wir zur dritten Institution der Römischen Republik, Volksversammlung, Senat und die Magistrate, also die Beamten, die sich gemeinsam in die Aufgaben teilen, die einmal der König innehatte. Da ist sehr wichtig die grundlegende Unterscheidung zwischen Beamten cum imperium, mit Befehlsgewalt und solchen, die dieses Imperium nicht haben. Imperium bezeichnet die oberste Gewalt im Staate, die ursprünglich der König hat und die in der Republik nun der Konsul hat, aber auch der Prätor als zweiter Mann im Staate hinter dem Konsul und unter besonderen Voraussetzungen ein Beamter mit dem schönen Titel Diktator. Zu dieser Befehlsgewalt gehören verschiedene Aspekte. Das ist eben eine allgemeine Obergewalt und auch die Gewalt, Weisungen römischen Bürgern zu erteilen und sie zu züchtigen, wenn sie es eben nicht folgen. Im Kriege, also als militärischer Kommandeur außerhalb der Stadt, kann der Konsul sogar die Hinrichtung eines Bürgers anordnen. In der Stadt kann er das nicht, da kann die Todesstrafe gegen einen Bürger nur verhängt werden, wenn er an die Volksversammlung appellieren konnte. Das ist diese sogenannte Provocatio, die dann eben zum Stattfinden eines Strafprozesses vor der Volksversammlung stattfindet. Symbol dieser besonderen Befehlsgewalt der obersten Beamten sind die Fasces, das sind diese hier abgebildeten Rutenbündel, also Bündel aus dünnen Stäben, die zusammengebunden werden und in die, wenn der Beamte sich außerhalb der Stadt aufhält, wenn er also die Gewalt über Leben und Tod hat, noch eine Axt eingebunden wird. Diese Rutenbündel tragen Liktoren, Amtsdiener, den Konsuln und Prätoren voraus, um eben ihre besondere Amtsbefugnis deutlich zu machen. Und wir finden die vielfach auch als politische Symbole. Alle anderen Beamten, also alle außer Konsul, Prätor und ausnahmsweise dem Diktator, haben nur Potestas, Amtsgewalt. Das gilt also für den Zensor, den Ädil, den Quästor und auch für den Volkstribun, obwohl der etwas außerhalb der sonstigen Hierarchie steht und sehr weitreichende Befugnisse hat, die fast dem Konsul vergleichbar sind. Diese Fasces sind später, insbesondere auch in der französischen und amerikanischen Revolution, als Zeichen der republikanischen Staatsmacht schlechthin aufgefasst worden. Sie sind also nicht speziell als Zeichen des Imperiums, sondern als Zeichen einer nicht-monarchischen Staatsgewalt gesehen worden. Ich habe Ihnen hier verschiedene Bilder aufgezeichnet von solchen Fasces. Links oben zunächst mal von einem römischen Magistrat, der eben auf seinem Grabstein diese Fasces abbildet, zum Zeichen, dass er einmal diese besondere Amtsgewalt, das Imperium, innehatte. Dann aber eben links unten die französische Erklärung der Menschenrechte von 1789, die in diesem Druck dekoriert ist, in der Mitte zwischen den beiden Kolumnen des Textes mit einem sogenannten Freiheitsbaum. Das ist so eine Stange, an deren Ende eine Jakobinermütze hängt. Aber weiter unten an dem Baum sehen Sie sozusagen um die Stange herum geflochten diese Fasces, das Symbol der republikanischen Staatsgewalt. Und dasselbe kann man sehen in der Kammer, also im Versammlungsraum des amerikanischen Repräsentantenhauses, der unteren Kammer des amerikanischen Parlaments. Die obere ist ja der Senat, benannt nach dem römischen Senat. Das Repräsentantenhaus ist verziert an der Rednertribüne. Sie sehen das da rechts und links im Hintergrund mit solchen Fasces als Symbol für die Staatsgewalt einer Republik. Das Ganze, die gleiche Symbolik sieht man manchmal auch in der Schweiz. Leider ist dieses Symbol, das eben eine lange Tradition hat, als Symbol für ein freiheitliches, nicht monarchisches Staatswesen, dadurch in Verruf geraten, dass ein anderer, der sich auch auf die alten Römer berufen wollte, es sich zu eigen gemacht hat, nämlich der italienische Diktator Benito Mussolini. Der wollte Italien auch zurückführen zum Glanz der Römischen Republik und hat als Symbol für seine Partei diese Fasces gewählt und seine Partei den Partito Fascista, die faschistische Partei, genannt. Und so haben diese Fasces, eigentlich ein Symbol der Freiheitlichen Republik, dem Faschismus, also der übelsten Ideologie des 20. Jahrhunderts und den Faschisten, den Namen gegeben. Gehen wir zurück zur römischen Ämterlaufbahn, zu den römischen Ämtern. Diese Ämter sind nicht nur unterschiedlich wichtig, sondern werden auch typischerweise in einer bestimmten Reihenfolge durchlaufen. Das ergibt sich auch dadurch, dass es Mindestalter nach dem Gesetz gibt für die einzelnen Ämter, sodass man also nicht als junger Mann als Konsul einsteigen muss,
sondern die Ämter in einer gewissen Reihenfolge durchlaufen muss. Also man kann erst mit 43 Konsul werden. Man wird es in der Regel nur, wenn man vorher Prätor war. Prätor kann man mit 40 werden, aber in der Regel nur, wenn man vorher Ädil war und so weiter. Es ergibt sich also da so eine Laufbahn, die später auch gesetzlich so vorgeschrieben ist, mit Wartezeiten zwischen den einzelnen Ämtern. Eine besondere Ehre ist es, wenn man jedes Amt im ersten Jahr, in dem man dazu befähigt ist, gleich ausübt, also gleich mit 43 Konsul wird und so weiter. Am Anfang stehen 10 Jahre Militärdienst, dann kommt als Eingangsamt die Quästur. Volkstribunat passt nicht so richtig da hinein, kommt auch nur in Frage für Angehörige der Plebejer und ist zeitweile karrieretechnisch eine Sackgasse, weil der römische Diktator Sulla verfügt, dass wer Volkstribun gewesen ist, keine weitere Laufbahn durchlaufen kann. Zeitweilig ist das aber auch ein Amt, das junge, aufstrebende Politiker aus der Plebs gerne wahrnehmen. Dann folgt die Ädilität, die Prätur, das Konsulat und als Krönung der Laufbahn die Zensur. Das ist zwar nicht das einflussreichste Amt, das eigentliche Führungsamt ist das Konsulat, aber die Zensur gilt als besonders ehrenvoll. Rechts auf dem Bild habe ich Ihnen nochmal eine Goldmünze abgebildet, auf der man solche Liktoren sieht, die eben den führenden Beamten vorausgehen. Wir werden im zweiten Teil dieser Einheit jetzt die Ämterlaufbahn verfolgen, und zwar in umgekehrter Reihenfolge. Wir fangen also mit dem letzten Amt an, mit der Zensur, und gehen dann runter bis zur Quästur. Das folgt im zweiten Teil der Einheit und in einem besonderen Video. Bis hier erstmal vielen Dank. Thank you.